Hey meine Lieben, ein heißer Tag und ein umso heißeres Update habe ich für euch. Ich habe Gossip News für euch, wer gerade mit wem, wer nicht mehr mit wem und wer überhaupt gerade so anbandelt, rummacht, rumleckt, wie auch immer. Alles das jetzt in diesem Video. Boah, Leute, hey, was ein super heißer Tag da draußen. Es ist, man kann sich ja nur noch einschließen. Ich habe es mal kurz gewagt, hier ist ein bisschen Licht, habe die Vorhänge aufzumachen. Und ja, die Pflanzen tun mir so ungemein leid. Ich habe das Vogelbad schon wieder irgendwie 2-3 Mal aufgefüllt. Da sind ein paar Eiswürfel noch mit rein. Habe gedacht, okay, dann haben die es auch ein bisschen hübsch da draußen so. Ja. Ansonsten Golda, naja, das, bei Golda, diese Schwellung geht ganz langsam nur zurück. Mal sehen. Also ich hoffe nicht, dass ich mir große Sorgen machen muss, wenn ich jetzt ab Montag in Berlin bin, bis Mittwoch. Also ja, das hoffe ich mal definitiv nicht. Und von daher schauen wir einfach mal. So, was wollte ich sagen? Ja, ich bin entspannt ins Wochenende gekommen. Ich hoffe, ihr auch. Und hatte gestern eine Einladung bei den Nachbarn nebendran zum Essen. Und dann waren auch noch ein paar andere Bekannte da und noch ein paar Leute aus dem Haus. Ist ja irgendwie eine ganz nette Gemeinschaft hier. Und so ein bisschen Zeit verbracht. Und das Ganze auch schon am Donnerstag. Also ich versuche jetzt auch, da ich ja eben nicht in Urlaub gehe, eben halt so ein bisschen hier auch so ein bisschen Urlaubsfeeling zu haben. Und ein bisschen runterzufahren. Das heißt aber nicht, dass ich euch nicht mit den neuesten Dingen versorgen werde. Denn so wie es etwas gibt, dann erfahrt ihr es natürlich auch bei mir, damit dem auch so ist und damit es auch so bleibt. Lasst am besten gleich ein Abo mit Glocke da. Ich freue mich über jeden Kommentar, vor allen Dingen über diese Pärchenkonstellation. Bin ich auf eure Kommentare gleich so gespannt. Und gebt dem Video auch gern einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir schauen rein auf die allererste Pärchenkonstellation. Wie ihr wisst, wurde ja gerade das große Promi-Büßen gedreht. Da hat ja schon Erik Zindermann nachgetreten und ja, jeder hat ja so ein bisschen was von sich gegeben. Der Cast ist mittlerweile auch zwar noch nicht offiziell bestätigt, aber uns durchaus bekannt durch ganz viele, viele, viele Seiten. Eine der Seiten, die ich ja ganz oft hier zitiere, ist die Seite Instacringe, denn die hat immer ganz lustigerweise ganz oft recht mit allem. Und jetzt gab es hier eine Pärchenbildung. Also man geht in die allerschlimmste TV-Show, die es gibt, nämlich für seine Sünden zu büßen. Und mit dabei war unter anderem der Bauer Patrick, Patrick Romer. Und ich gehe davon aus, dass er büßen sollte für sein toxisches Verhalten, das er an den Tag gelegt hat gegenüber seiner Ex-Partnerin Antonia im Sommerhaus letztes Jahr. Denn da gab es ja schon so einige frauenverachtende Kommentare von ihm, misogyne Äußerungen, Beleidigungen und so weiter und so fort. Und jetzt, ta-ta-ta-ta, wurde er mit ihr hier gesehen, mit Gloria, und zwar in Konstanz, auch ganz nah, fast am Händchen halten. Beide posten übrigens Ausflüge vom See, vom schönen Bodensee, hier zum Beispiel Herz und Schloss zusammen am Bodensee. Und mir wurde aus ganz, ganz, ganz zuverlässiger Quelle gesagt, dass die in Love sind, nämlich von jemand anderem, der auch beim Promi-Büßen mit dabei war. Jetzt hat das natürlich logischerweise Anlass gegeben, dass sich auch hier der Ex Nicola dazu äußert und schreibt: Süßis, wer übernimmt denn die Führung? Und spielt natürlich darauf an, dass Gloria ja die etwas dominantere sein soll. Ja, so, zum Sommerhausboiler komme ich noch mal wann anders. Aber hier. Vielleicht funktioniert diese Beziehung aber auch, weil sie jetzt beide jemanden auf Augenhöhe haben. Ja, das ist vielleicht ein ganz guter Ansatz. Ja, es gefällt auf jeden Fall schon mal Gloria Klumak. Ja, die aber auch
gesagt hat, und zwar, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich das gelesen hatte, ich hatte es auf jeden Fall irgendwo gelesen schon, dass sie gesagt hat, sie sei von Nicola nach wie vor blockiert, sie hätte sehr gerne auf den Kommentar geantwortet. Was ich schon wieder bei diesem Kommentar ungemein lustig finde, ist ja, dass er hier tatsächlich mal gar keinen Fehler drin hat, ja. Sogar das Schaf-S bei Süßis ist da, ja. Also, oder es hat ihm natürlich auch jemand geschrieben, kann natürlich auch sein. Wie findet ihr, bitte Leute, wie findet ihr diese Kombination? Wie ist diese Kombination? Der Bauer Patrick und Gloria. Gut, beide sind schon mal aus Baden-Württemberg, sind schon mal nicht so weit auseinander, haben dadurch natürlich auch eine ähnliche Mentalität. Jetzt ist es so, Gloria hat ja Pferd, also ist durchaus auch naturverbunden, kennt sich mit Großvieh aus, also Pferd, er hat ja Rinder, er selbst, ja, kann man ja auch dazu zählen, ne, kann sie ja auch drauf reiten. Also, ja, dann schrieb mir lustigerweise, das möchte ich euch gar nicht vorenthalten, Anastasia, die ja mit den Bauern auch mal angebändelt hatte auf Mallorca, falls ihr euch daran noch erinnert, ja. Und Anastasia schrieb mir dazu, dass erstmal ein Oje hat sie mir geschrieben. Und sie meinte, das ist ein großes Feld zum Bearbeiten. Ich war ihm immer zu zierlich, hat er gesagt. Jetzt sehe ich, dass es kein Scherz war. Hatte er nicht auch unter anderem an dem vermeintlich großen Hinterteil bei Antonia rumgemäkelt? Oder an der Figur oder an der Zellulite? Ich erinnere mich, glaube ich, richtig im Sommerhaus. Ich bin darauf eingegangen, habe darauf reagiert. Also, ja, aber ich glaube eben schon, es sind beides Alpha-Tiere und vielleicht funktioniert das ja ganz gut. Was ist so euer Gefühl dazu? Sagt ihr, oh, hey, Michael, das ist jetzt wirklich hier Pest und Cholera? Oder sagt ihr, okay, zwei Leithammel haben sich gefunden, wird schon schief gehen. Ich bin jetzt mal auf die Kommentare zu Gloria und Patrick gespannt. Übrigens, hier habe ich es gefunden, es war in Glorias Story. Einfach nur peinlich oder verletzter Stolz. Hätte ja darunter kommentiert, aber seltsamerweise bin ich seit gestern wieder mal blockiert. Okay, ich glaube, dass da schon auch ein verletzter Stolz mitschwingt von dem Nicola, wie auch immer, ja. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal. Wir bleiben bei ja, dem Bäumchen oder Höschen wechsel dich. Kandidaten, und zwar Max Bormann von Fake Love, Make Love, ihr erinnert euch, der mit seinen Fingern doch mal Jelis ganz ordentlich da untersucht hatte. Und Sandra, die mit Tommy zusammen war, die in ihm die ganz große Liebe ihres Lebens gefunden hat und aber bei Temptation Island dem Flöckchen sehr nahe gekommen ist. Ja, die beiden haben sich jetzt auch wohl gefunden, dass ist zum einen, hört man ihre Stimme in der Döner-Story von Max Bormann. Und jetzt gibt es aber auch hier nochmal ähnliche Postings der beiden, die darauf schließen lassen, dass sie zusammen sind. Und da muss ich sagen, tox und toxisch, ja, kann ich da nur sagen. Also hier sieht man das mit dem Pizzateig, dann die Pizza, man sieht den gleichen Tisch, ja, unter anderem. Und das lässt jetzt darauf schließen, zumal die beide Hopsala in der gleichen Story, oder man sie in seiner Story hörte, schließt man jetzt natürlich daraus, dass da auch was geht. Jetzt ist ja Sandra generell sehr open-minded, auch was Typen betrifft. Ich weiß nicht, ob sie sich jetzt unbedingt an diesen toxischen Typ dranhängen muss, das ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht wirklich, ob das gut ausgehen wird. Ich bin der Meinung, nicht, weil er doch meines Erachtens, das weiß ich auch von Jelis, ungemein famegeil ist und jemand sucht, der einfach ihn noch weiter nach vorne bringt in dem ganzen Game und er hält sich auch für sehr unwiderstehlich und scheint halt einfach auch so der Mega-Hengst zu sein. Ja, das ist mal das, also davon halte ich gar nichts, da gefällt mir ehrlich gesagt mir persönlich die Verbindung von Gloria und Patrick tausendmal besser und
Es gibt aber auch noch eine Beziehung, die jetzt so richtig in Scherben liegt. Und nicht, dass wir schadenfroh wären, aber wir wollen es uns trotzdem angucken. Tata, tata, es geht mal wieder um die Familie Klein. Diesmal aber nicht um Iris. Die scheint mit Mr. Thea sehr, sehr, sehr glücklich zu sein. Allerdings gibt es jetzt Tränen am Telefon. Schatz, ich liebe dich doch, sagt wohl Peter Klein zu Yvonne Wölke. Während Daniela Katzenberger in ihrer TV-Doku erstmals über Mamas Ehe aussprach, gab es frischen Wirbel um ihres Kleins noch Ehemann. Denn da hängt wohl der Haussegen schief. Er soll geweint haben, seine Gefühle zum Ausdruck gebracht haben. Schatz, ich liebe dich doch, das weißt du. Warum das Drama? Nach Bildinformationen soll Yvonne Wölke mittlerweile schwer genervt von Peter sein. Die anfängliche Blase sei geplatzt, sie habe seine emotionalen Züge satt. So störe Yvonne sich angeblich an Äußerlichkeiten, dass er die Socken nicht mal im Bett ausziehe und an seinem Verhalten, dass er jeden Tag vielfach anrufen würde. Auch im Schlafzimmer sei die Temperatur mittlerweile unterkühlt, sie hätte keinen Bock mehr auf Nähe. Yvonne und Peter sollen kein Paar sein, doch er habe nach wie vor viele Herzchen in den Augen und schwärme sehr von ihr. Ja, hat Yvonne Wölke Peter Klein vielleicht doch benutzt, indem sie jetzt in dieser Renovierungsshow war und auch jetzt zum Promi-Büßen gekommen ist, wo sie bei der Stunde der Schande sicherlich mit der Thematik konfrontiert wird, vielleicht sogar mit ihres Kleinen, wir wissen es nicht. Aber wäre natürlich toll, muss ich sagen. Würde für Gesprächsstoff sorgen. Allerdings, das weiß ich natürlich jetzt nicht, das ist jetzt eine pure Spekulation. Aber ja, hat sie das jetzt nur gemacht, um in Shows zu kommen, um wirklich Fame zu werden, um vielleicht aus ihrer Talentfreiheit jetzt etwas Geld zu schlagen, weil sie mit allem anderen Singen, Strippen, Tanzen, Venus, Schauspielern nicht geklappt hat? Was meint ihr? Das frage ich euch. Das möchte ich lesen. Was traut ihr hier einer Yvonne Wölke zu? Es gibt aber auch schon wieder ein Update, denn der weinerliche Peter hat sich auch wieder bei der Bild geäußert. Und auch da muss ich sagen, der Artikel ist wirklich super, super, super neu. Denn da muss ich sagen, das möchte ich nochmal kurz lesen, um euch da ein Update zu geben. Okay, ich muss euch kurz Entwarnung geben. Es war ein alter Artikel, der aber über dem neuen jetzt stand. Deshalb habe ich gedacht, okay, da hat sich schon wieder irgendjemand was gesagt oder er sich vielleicht bei der Bild geäußert. Auf jeden Fall, Stand der Dinge ist es tatsächlich jetzt so. Yvonne hat die Schnauze voll. Sie möchte keinen emotionalen Jammerlappen haben, niemand, der Tennissocken im Bett trägt. Ja, sie möchte lieber einen Mann haben, der gerne so ein, zweimal die Woche bei Knabberfischen die Pediküre machen lässt in Berlin und anschließend in ihrer Kältekammer den Erfrierungstod stirbt, weil sie hat eine Kältekammer. Das stimmt, sie ist ja eigentlich auch eine Kältekammer, oder? Egal. Was meint ihr? Das waren mal die Pärchen-Updates und ja, freue mich aufs nächste Video. Bis dann.